Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2, die Kampagne. In der heutigen Folge wollten wir eigentlich Aiden versus Vater festnehmen. Und ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Das schauen wir uns aber jetzt an, würde ich sagen. Haldoras Infos zufolge. So, wir sollen hier dem folgen. Seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Sieht ja komisch aus hier. Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Das ist immer mehr als Glück. Oh, schaut doch komisch aus hier. Okay, da oben sind ein paar Zerstörer. Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Wissen Sie, wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, wo fliegt denn der hin? Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging's eher darum, was danach passiert. Wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Galaxis sehen. Lothar, Mycapo. Da waren Sie doch schon. Karl, Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Schauen wir doch mal. Riesenviecher. Okay, hier ist eine Basis. Und da wird auch ihr Vater sein. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Okay, dann schauen wir mal, wie wir landen können. Okay. So, ein Würze wieder am Start, Leute. Okay, dann schauen wir doch gleich mal. Bin sie erwartet, Leute. Können wir hier runtergehen? Hask wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Oh, hier kann man rein. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also, wie immer. Auf die Dörr! Alter, die machen ganz schön Schaden. Geschütz müssen wir ballern. Raketenwerfer kannst du gerne mal behalten.
Commander, glaube ich, ja. Okay, der ist down. Wir haben mehr Waffen als erwartet. Wird nicht einfach zu Hass zu kommen. Den Turbolift erreichen. Okay. Ich habe eine Idee. Wird Ihnen nicht gefallen. Ah, geil. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Okay, schon, ja. Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Den Turm des Aufsehers infiltrieren. Okay. Tja. Dürfte jetzt eigentlich ja nichts passieren. Aber keine Gute. Diesen TIE Fighter. Okay, wie komme ich da ran? Ich mal hier rum. Seit Endor sind die Besetzungen des Imperiums schlimmer geworden. Boah, geil. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Vardos getan haben, Herr. Ja, wenn so Dinger reinstecken, alles wegrotzen. Hoffnung gegeben. Ja, und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Husk. Okay, jetzt muss ich mal richtig. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Ah, das Imperium flieht. Hey, es braucht was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Weitermachen? Angeblich bröckelt die Blockade. Überall im Anuat-Sektor sollen Schiffe durchbrechen. Das ist Gouverneur Adelhards Schuld. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Okay. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Klar. Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Husk ergreifen? Dieser Sternzerstörer, das muss Husk sein. So viel dazu. Super. Achtung! Weg hier! Runter von der Plattform! Okay. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Wie soll ich denn da hochkommen? Dieser Sternzerstörer. Das muss Husk sein. So viel dazu. Schauen wir, wie ich da runter kann. Runter von der Plattform! Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Schwerer Schütze gesichtet! Es werden immer mehr! Schirm mich ab! Von uns. Wir müssen uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Dann kommen wir jetzt hier raus. Ah, hier muss ich hin, okay. Was jetzt? Husk war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Flügler sind auf der anderen Seite der Stadt.
Eine andere Waffe, was haben wir denn hier Schönes? Und die mal ausprobieren. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Droide, hack das Teil. Scoutläufer! Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Feind mit schweren Waffen gesichtet. Ich muss da hinten hin, oder was? Raketenwerfer oder sowas? Mit dem scheiß Ding komme ich doch niemals vorbei. Wenn wir die scheiß Bombe mitnehmen müssen, weil die ist gleich down. Schilde! AT-ST zerstört. Okay, machen wir uns mal voll. Gebiet schaffen. Durch. Teiljäger voraus. Schön, das ist perfekt. Dann zwei Teiljäger, da müssen wir ran. Und sie fliegen weg. Oh, komm schon. Das waren alle. Suchen wir jetzt das Schiff. Bitte. Dann. Ein Beutelstadtwagen? Ein Schiff? Na schön. Ach du Scheiße, was ist denn das? Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Beutelstadtwagen ist. Nachbrenner, Kühlkörper. Okay, chronische Gegenmaßnahmen. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternzerstörer. Die wir sprengen werden.
Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando, ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Okay, muss ich jetzt die machen? Okay, dann wäre noch einer. Wir können erst nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was! Aber wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie! Okay, noch einen. Ja, Baby. Nicht mehr mit tanken, Leute. Wir haben mal drei Zerstörer weggeballert. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Sallust. Verlassenes Waffendepot. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Turbolaser. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es mit Lando weitergeht. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Schaltet wieder ein, dann verpasst ihr auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.